Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Final Fantasy XIV Online. Und ich glaube, das erste Wort, was ich gerade gesagt habe, ist abgeschnitten gewesen, weil ich zu schnell auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Aber egal, ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen und mir auf meiner Reise hier auf YouTube sehr weiterhelfen. Und auch hier bei Final Fantasy und allem drum und dran würde mich überaus freuen. So. Und vielen lieben Dank an jeden, der bis hierher schaut auf YouTube. Ne? Also das ist keine Selbstverständlichkeit, sich das hier alles reinzuziehen. Das ist schon ganz schön viel. Bam. Badadam, badadadam, bam, 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 bam. Ach, du schon wieder. Keine Sorge, ich habe Honoroy sicher in das Anwesen meiner Familie gebracht. Er hat das Bewusstsein verloren, aber unser Leibarzt kümmert sich um ihn. Er wird es überstehen, ganz sicher. Eine Truppenübung und ich soll dabei mitkämpfen? Das könnte mein Vater so passen. Sag, Potato, ihr Abenteurer führt ein freies Leben und tragt die Verantwortung vor ihre Taten. Ist das nicht unglaublich anstrengend? Ich hingegen bin als zweiter Sohn des Grafen Fortor geboren. Mein Lebensweg war von Anfang an vorherbestimmt. Es gab klare Regeln, wie ich mich als ich gerade Adliger zu verhalten hatte. Plötzlich löst sich diese Gewissheit auf, die mir bekannte Welt bricht aus den Fugen und ich soll Verantwortung übernehmen. Ein jeder meint, die Wahrheit zu kennen, doch ich weiß nicht mehr, was gut und richtig ist. Je mehr ich nachdenke, desto verwirrter werde ich. Deshalb bin ich in Starre verfallen, bis mir irgendjemand den rechten Weg zeigt. Ich habe Tancreds Schlag verdient. Die Schmerzen erinnern mich an mein eigenes Unvermögen. Ich trage die Schuld daran, dass Honoroy misshandelt wurde. Da kann ich noch so oft versuchen, mir einzureden, dass ich richtig gehandelt habe. Ich fühle mich wie der letzte Dreck. Dieses eine Mal möchte ich selbst eine wohlüberlegte Entscheidung treffen. Ich werde mir anhören, was für die Truppenübung geplant ist und mich dann für oder gegen meine Teilnahme entscheiden. Begleitest du mich zu Großmeister Emmerich? Ich warte in der Kongregation der Tempelritter auf dich. Begleitest du mich und ich warte dort. So. Bam, 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 bam. Zum vergessenen Ritter. Potato Pet, Großmeister Emmerich ist beschäftigt und möchte nicht gestört werden. Ist das sehr dringend? Verstanden. In diesem Fall kannst du passieren. Bitte, hier entlang. Großmeister Emmerich, dürfte ich mit euch über die geplante Truppenübung der Allianz sprechen? Selbstverständlich. Was liegt dir auf dem Herzen? Obwohl wir einen Großteil des Volkes von Ishgard von unserem Reformkurs überzeugen konnten, gibt es noch immer einige, die vehement dagegen sind. Ihr Hass schlägt euch entgegen, Großmeister, doch davon lasst ihr euch nicht beirren. Worauf gründet euer felsenfester Glaube? Solange der Drachenkrieg andauert, wird dieses Land von immer weiterem Leid zerrüttet werden. Um den Kreislauf aus Krieg und Leid zu beenden, muss sich Ishgard verändern. In diesem einen Punkt stimme ich meinem Vater zu. Doch obwohl mein Vater dieses Land liebte, glaubte er nicht an die Stärke des Volkes. Er verfiel dem Irrglauben, Ishgard ganz allein aus eigener Kraft reformieren zu können. Ich hingegen glaube an das Volk von Ishgard. Ich vertraue darauf, dass wir gemeinsam und nur gemeinsam die vor uns liegenden Herausforderungen meistern werden. Ishgard braucht den Wandel und ich bin bereit, dafür jegliches Wagnis einzugehen. Ich werde nicht aufgeben, selbst wenn das bedeutet, gegen einen ehemaligen Freund kämpfen zu müssen.
Immer diese starken Worte. Aber ich muss zugeben, alle Anwesenden haben mehrfach bewiesen, wozu sie fähig sind. Das Unheil, das der Bogenschütze auf mein Geheiß angerichtet hat, möchte ich wieder gut machen. Ich, Emmanuelle Fortin, stelle mein Schwert in eure Dienste. Bitte lasst mich für die Zukunft Ishgards kämpfen. Ich spüre deinen aufrechten Willen und im Namen Ishgards nehme ich dein Angebot dankend an. Kämpfe tapfer, Emmanuelle Fortin. Wer wird das Heer von Ishgard befehligen? Ich. Denn bei allen Verpflichtungen bin ich in erster Linie der Großmeister der Tempelritter. Und als solcher werde ich unsere Truppen selbstverständlich persönlich in die Schlacht führen. Was für ein prächtiges Aufgebot. Die Tempelritter unter dem Kommando ihres Großmeisters. Freie Bürger und der Sohn des Hauses Fortin. Mehr hat Ishgard nicht zu bieten. Das Lustige ist gerade, der hat gerade den Synchronsprecher gewechselt. Das Lustige ist, es gibt ja immer diese Sequenzen, ne, wo dann die Stimme kommt. Und das ist die gleiche Stimme, die da spricht. Und das war eine andere Stimme, die vor ihm gesprochen hat. Und jetzt ist es die Stimme halt, ne? Es ist... Ja, okay. Das stimmt nicht ganz. Es gibt noch jemanden, der Ishgard seit langem eine unersetzliche Stütze ist. Als Abenteurer bist du niemandem zu Gehorsam verpflichtet. Und dennoch standest du uns in unseren dunkelsten Stunden treu zur Seite. Einen treueren Verbündeten kann sich Ishgard kaum wünschen. Dürfen wir auch in diesem wichtigen Kampf auf deine Unterstützung hoffen? Emmerich, ich bin eigentlich Mitglied des Mahlstroms. Aber gut. Mir ist bewusst, dass du bereits einer staatlichen Gesellschaft verpflichtet bist, gegen die wir kämpfen werden. Deshalb werde ich offiziell um Erlaubnis für deine Teilnahme bitten. Ist dies in deinem Sinne? Vielen Dank. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Gemeinsam werden wir den Sieg erringen. Zum Wohle Ishgards! Zum Wohle Ishgards! Na, Potato, da ruhen ja wieder einmal große Hoffnung auf dir. Kein Wunder, ich kann mir gut vorstellen, dass der Ausgang der Truppenübung davon abhängt, auf welcher Seite du kämpfst. Schließlich bist du zweifellos der mächtigste Abenteurer weit und breit. Als du deine Zustimmung gegeben hast, war Großmeister Emmerichs Erleichterung förmlich zu spüren. Vielleicht ist er doch gar nicht so unerschütterlich, wie er sich immer gibt. Am liebsten würde ich auch mitkämpfen, aber im Gegensatz zu dir hat man mich nicht darum gebeten. Also bleibt die Sache an dir hängen. Führe deine Freunde zum Sieg. Freunde zum Sieg, Freunde zum Sieg, ich führe meine Freunde immer zum Sieg. Lucia hat eine Nachricht für dich. Potato, Großmeister Emmerich lässt ausrichten, dass die Anführer der anderen Stadtstaaten der Truppenübung zugestimmt haben. Als Austragungsort wurde das Gelände vor dem Tor des Urteils festgelegt. Das hatte in erster Linie praktische Gründe, aber zweifellos wird es die Moral unserer Soldaten stärken, auf heimischem Boden anzutreten. Eine Niederlage kommt für uns nicht in Frage. Bereite dich gut auf den Kampf vor und komme dann zum Tor des Urteils. Auch wenn ich nicht mitkämpfen kann, werde ich mir den Kampf nicht entgehen lassen, als Zuschauer. Ich erwarte ein grandioses Schauspiel, also nur keine falsche Zurückhaltung. Zeig der Eoseischen Allianz, wo der Hammer hängt. Wir können gar nicht zum Tor des Urteils schnell hinterlaufen. Ist, glaube ich, kürzer, wenn wir jetzt laufen. Es ist kürzer, wenn wir laufen. Also wenn wir vielleicht noch hier hin teleportieren würden, aber egal, wir laufen jetzt einfach den Weg. Ja, wir laufen den Weg. Ist gar kein Problem. Wir laufen den ganzen, ganzen Weg zum Tor des Urteils.
Da bist du ja. Die anderen haben schon ihre Rüstung angelegt und ihre Klingen geschärft. Ich bin auch gleich soweit. Mit der Truppenübung soll auch die Rückkehr Ishgards in die Eoseische Allianz gefeiert werden. Deshalb stellen die anderen drei Stadtstaaten gemeinsam eine Truppe auf, mit der wir uns messen werden. Sie sollen ruhig ihren stärksten Soldaten schicken. Wir werden schon mit ihnen fertig. Wenn Honoroi aufgewacht, werde ich ihm von unserer glorreichen Schlacht berichten. Also schön, von mir aus kann es losgehen. Potato, bist du bereit? Ach ja, eine wichtige Sache noch. Mein Vater hat eine Ritterrüstung für dich bereitstellen lassen. Er meinte, du wärst nicht nur Ishgards Verbündeter, sondern in erster Linie ein guter Freund des Hauses Fortin. Und als solcher gebührt er die passende Gewandung. In diesem Auftragskampf wird deine Ausrüstung teilweise anders dargestellt. Die Eigenschaften verändern sich dadurch nicht. Ah, das ist ja cool. Der Mahlstrom und Ulda. Nee, das ist komplett... Nee, da links ist Mahlstrom. Rechts ist Morgenviper. Das ist also ein kompletter Mix. Ja, und das ist Ishgard. Bist du bereit? Dann lass uns gemeinsam die vereinbarten Regeln für die Schlacht besprechen. Bei dieser Truppenübung kämpfst du für Ishgard gegen ein Bündnis aus Limsalominsa, Ulda und Gridania. Für besiegte Gegner erhält die eigene Seite Siegpunkte. In diesem Fall gibt es zum Beispiel einen Punkt für Ishgard. Die Armee, die zuerst 100 Punkte erreicht, trägt den Sieg davon. Während des Kampfes wählen die Schiedsrichter auf jeder Seite jeweils ein Hauptziel aus, das durch einen von der Fahne ausgehenden Lichtstrahl markiert wird. Normalerweise zählt ein besiegter Gegner als ein Siegpunkt, doch das Hauptziel bringt 10 Siegpunkte. Solange ein Soldat als Hauptziel markiert ist, wird er magisch gestärkt, wodurch er mehr Durchschlagskraft besitzt. Der Schlüssel zum Sieg besteht also darin, das eigene Hauptziel zu beschützen und das gegnerische Hauptziel auszuschalten. Wohlan, mögen wir siegreich sein! Also einfach kämpfen. Viel Erklärung, aber ich glaube, es ist einfach nur Tankstance rein und kämpfen. Ah. Der kämpft auch mit, oder was? Naja, gut, das wird er sich nicht nehmen lassen. Gut, dann ist ja alles bereit. Möge die Truppenübung der Eoseischen Allianz beginnen. Das Hauptziel suchen. Für einen wahren Freund. Kann man die Punkte irgendwo sehen? Nee, ne? Ah doch, rechts sieht man die Punkte.
Das sind so Balken. Wo ist denn von deren Banner aus das nächste Ding? Gibt keine mehr. Offensichtlich. Komm, ihn hier will ich. Aber kann ich nicht, leider. Schade, ihn kann ich nicht anvisieren. Noch nicht genug? Dahin, wo es weht. Warte, das Ziel ist gewechselt. Das ist nicht gut. Punkte. Schade. Ah, ich kann auch wieder 10 Punkte nicht schnappen. Wunderbar. Wir haben es aber gleich geschafft. Oh, ich bin Ziel. Ja, haut mich mal um, bitte. Versucht das mal. Ich wünsche euch viel Glück. Achtung, ein Zyklop. Er wird uns überrennen. Ausgerechnet jetzt. Tut mir leid, aber ich muss dir leider den Spaß verderben. Gut, die Truppenübung kann weitergehen. Vorwärts! Beschützt Potato Pet und überwältigt Raubahn! Wird jetzt ein 1 gegen 1. Raubahn und ich, oder? Ja. Richtig nice. So, jetzt stört uns niemand mehr. Es geht nur noch um uns beide. Potato. Thank you.
Ja, Rauwen und ich sind ja Freunde, also ist alles ein freundlicher Kampf hier. Drumherum noch alle weiterkämpfen, ist auch ziemlich cool. Was macht der? Unsterbliche Flamme. Ich weiß nicht, was er da gerade tut. Ich kann es nicht unterbrechen. Wow, okay. Ich glaube, ich weiß was. Muss man die Dinger drumherum zerstören, ne? Oh mein Gott, ich muss das ganze Ding immer neu machen. Nee, normal ist ganz normal. Ich glaube, ich habe einfach nur verkackt. Ich weiß, ich glaube, ich muss die Dinger, die hochkommen, wie bei Ifrit, ne? Die Spitzen. Okay, okay, okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Da habe ich gerade nicht nachgedacht. Ich dachte nur, was macht er jetzt? Was soll ich tun? Und habe nicht drüber nachgedacht. Vielleicht tue ich jetzt mal was Bestimmtes. Aber jetzt weiß ich, glaube ich, was ich tun muss. Oder ist das Damage, DPS-Dingens, check. Aber das glaube ich nicht. Aber ich gucke jetzt gleich einfach nochmal genau. Das geht ja schnell. Das geht ja schnell, den ersten Kampf hier. Vor allem, weil wir jetzt die Sequenzen skippen können. Jetzt haben die wieder keine Verbindung, aber gut. Bam. Das war die Ich hab daneben gedrückt. Passiert schon mal.
wieder. So, letzter Gegner. Achso, jetzt sind wir beide, okay. So, skippen. Jetzt schaffe ich's. Drück die Daumen. Dass ich diesmal checke. Ich werde nicht davon ausgehen, dass in einem Story-Ding dann sowas kommt mit so einer Mechanik. Habe ich echt nicht irgendwie mit gerechnet. Ich weiß auch nicht warum. Und im schlimmsten Fall muss ich halt, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das kann auch nicht Voraussetzung sein, Holmgang. Ich kann nichts treffen, ich kann nichts auswählen. Nee, ich muss. Es scheint wohl wirklich DPS-Race zu sein. Oder ich muss in dem Ding drin stehen hier. Warte mal, das kann ich hier treffen. Oh nein Gott. Ich bin am Arsch. Habe ich zu spät gecheckt. Aber ich habe es überlebt. Mensch, hab Heilung. Ich hab's überlebt! Ich hab's zu spät gecheckt, aber ich hab's trotzdem überlebt. Puh. Das war jetzt echt Glück. Danke, Motte. Hat ihn besiegt? Ist der Kampf nun vorbei? Ja! Der Sieg ist unser! Heute ist ein glorreicher Tag für Ishgard! Den Sieg haben wir dir zu verdanken. Du bist wahrlich der treueste und stärkste Verbündete Ishgards. War mehr Glück als Verstand. Ich bin völlig außer Atem. Und mein Herz schlägt wie wild. Vor der Schlacht hatte ich Angst. Ich dachte, ich könnte ohnehin nichts ausrichten. Doch die Angst verflog und ich gab mein Bestes. Ishgard hat 1000 Jahre Krieg überstanden. Wir sind stark genug, jede Herausforderung zu meistern, die sich uns stellt. Ich glaube fest an eine glückliche Zukunft und hoffentlich fassen bald auch jene Mut, die noch verzweifelt sind. Darauf hoffen wir alle. Amen. Ihr habt glorreich und tapfer gekämpft und damit den Sieg verdient. Ich danke euch für die Anerkennung. Eure Ritter und Soldaten haben heute die legendäre Kampfkunst Ishgards eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Ich hoffe, ihr werdet diese Kampfkunst von nun an ebenso entschlossen in den Dienst der Eoseischen Allianz stellen. Etwas überrascht hat mich, dass ausgerechnet dieser Abenteurer für Ishgard gekämpft hat. Als guter Freund ist er meiner persönlichen Bitte gefolgt. Sollte seine Teilnahme euer Missfallen erregt haben, bitte ich um Nachsicht. Nein, keine Sorge. Immerhin haben wir Rauban in die Schlacht geschickt. Der Kampf zwischen den beiden wird uns allen noch lange in Erinnerung bleiben. Ja, vor allem, dass ich das erste Mal verloren habe. Ich bin nur erstaunt, wie rasch Ishgard sich verändert hat. Noch vor gar nicht allzu langer Zeit waren Fremde in euren Reihen undenkbar. Ishgard musste sich verändern und ich hoffe, dass das ganze Volk die Reform vorantreiben wird. Großmeister Emmerich, ihr... Der Weg hin zu Reformen ist steinig. Das weiß ich aus eigener leidvoller Erfahrung. Ich wünsche euch und Ishgard alles Gute auf diesem Weg. Na, das lief doch wie geschmiert. Gut gemacht. Ein guter Tag für Ishgard. Ich bin froh, dass ihr gewonnen habt. Keine Sorge, ist nur ein Kratzer. Und das war es wert. Ich konnte doch nicht zulassen, dass diese Bestie dir in die Quere kommt. Lass dich bloß niemals von deinem Weg abbringen. Hörst du? Minfilia hat dir nicht umsonst die Wahrheit anvertraut. Für alle Leute, die bis hierher geschaut haben, ich habe mir letztens übrigens nochmal wegen meinen Filmen, die ich machen möchte, mich ein bisschen erkundigt. Es gibt ja mittlerweile künstliche Intelligenzen, die eine Stimme zu einer anderen machen können. Die auch aus Text dann, ne, wenn du genug Stimmsamples hast, aus Text quasi jemanden was sprechen lassen können, aber dann fehlen halt die Emotionen und alles, ne? Aber es gibt wohl auch die, also es gibt auch künstliche Intelligenzen, die, wenn ich jetzt ein Voice-Sample aufnehme und die Voice-Samples der Synchronsprecher hier nutze, um das Modell zu trainieren, dann aus meiner Stimme die Synchronsprecher von Rauban etc. machen kann. Das heißt, ich spreche dann mit Raubans Stimme. Das kostet natürlich, das geht nicht live, ne? Das heißt, ich nehme dann Voice Dance auf, verarbeite das und dann habe ich quasi Raubans Synchronsprecherstimme. Meine Stimme zu Raubans Stimme gemacht zum Beispiel. Ich muss das mal ein bisschen schauen, mich da ein bisschen reinlesen und schauen, wie ich das am besten mache. Aber es könnte sein, dass dann tatsächlich alle Stimmen die Originalstimmen sind am Ende. Wer weiß. Wir machen uns gleich auf den Rückweg, doch zuvor möchte ich dir danken. Solch einen prächtigen Kampf habe ich nicht einmal als Bulle von Alamigo im Kolosseum von Ulda erlebt. Verdammt, war das ein Spaß. Du bist stark geworden, Potato. Daran lässt sich erahnen, welche Gefahren du hier in Ishgard überstehen musstest, seit du von der Siegesfeier in Ulda geflohen bist. Ich hoffe sehr, dass du mir irgendwann die Gelegenheit zur Revanche gibst. Doch fürs Erste feiere deinen wohlverdienten Sieg mit deinen Freunden. Also dann, Pipin, Abmarsch. Halte die Augen offen, bis wir Sultana Nanamo sicher in den Palast zurückgebracht haben. Zu Befehl, General. Ich möchte jetzt noch nichts versprechen, aber ich finde, das klingt alles sehr interessant. Und ich habe doch keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Muss mich da ein bisschen reinfuchsen. Aber es könnte ganz cool werden. Vielleicht kann ich ja demnächst mal so ein Voiceline bearbeiten und machen. Und dann kann man das mal hören, wie das sich anhört. Hast du mit Rauban gesprochen? Gut, ich kenne ihn schon eine Weile, aber so gut gelaunt habe ich ihn bisher noch nicht erlebt. Ich denke, die Truppenübung war für alle Teilnehmer eine gute Erfahrung. Sie hat die Eoseische Allianz noch fester zusammengeschweißt. Wir haben ein neues Emote bekommen.
du hast das Emote Triumph gelernt. Ja, genau, das wollte ich mir gerade mal angucken. Das Emote Triumph. Emmerich freut sich über Ishgards Sieg. Potato, ich möchte dir noch einmal danken. Ohne dich hätte das Ergebnis vielleicht anders ausgesehen, aber so können wir die frohe Kunde von Ishgards Sieg nach Hause tragen. Unsere Landsleute können stolz auf ihre Heimat sein. Honora, was läufst du denn hier herum? Sind deine Wunden schon verheilt? Ja, Herr. Es geht mir schon viel besser. Ein paar Narben werden wohl zurückbleiben, aber ich habe mir sagen lassen, dass manche Damen das anziehend finden. Anziehend, sagst du? Na warte, ich zieh dir gleich die Ohren lang, mir solche Sorgen zu bereiten. Herr Emanela? Dann testen wir deine Theorie doch mal. Wie denn? Graf Fortin hat mir erzählt, was passiert ist. Das muss ja ein gigantischer Kampf gewesen sein. Zu gern hätte ich ihn mit eigenen Augen verfolgt. Ihr habt einen glorreichen Sieg für Ishgard errungen. Die Kunde darüber verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Stadt. Man feiert ausgelassen und singt Lieder über euch. Viele sind nun stolz auf Ishgards Rückkehr in die Eorseische Allianz und fassen neue Hoffnung. Vielleicht sollten wir die Gunst der Stunde nutzen, Großmeister Emmerich. Schick sofort einen Boten zu Widofnir und lass die Feier in Falkenhorst vorbereiten. Nun endlich werden wir Frieden mit den Drachen schließen und damit den Drachenkrieg beenden. Jawohl, Großmeister. Artoirel befindet sich noch in Falkenhorst. Ich werde ihn bitten, sich mit den Vorbereitungen zu beeilen. Emanela, du wirst ihm dabei helfen. Wenn das mal nicht ein epochales Ereignis wird. Ich sage Jestola und den anderen Bescheid. Ich kann dir gar nicht genug danken. Die Friedensfeier soll auch deine Verdienste würdigen, denn du hast sie überhaupt erst ermöglicht. Okay. Wirklich schade, dass ich nicht rechtzeitig gekommen bin, um deinen Kampf gegen Rauban zu sehen. Was Minfilia betrifft, die anderen wissen vorerst noch nichts. Ich habe ihnen erzählt, dass wir eine Spur gefunden, sie aber aus den Augen verloren haben. Nur Tataru habe ich die ganze Wahrheit gesagt. Das alles gibt mir wirklich zu denken. Ich weiß einfach nicht, wohin unser Weg führen soll. Nun, zuerst haben wir ohnehin etwas Ablenkung. Lass uns zur Friedensfeier gehen und einen wichtigen Schritt Ishgards in die Zukunft beiwohnen. Und vielleicht haben wir vorher noch Gelegenheit, in Falkenhorst mit Artoriel zu sprechen. Gut, die Namen muss ich trotzdem lernen, alle richtig auszusprechen, wenn ich das mit der künstlichen Intelligenz mache. Aber ich weiß halt auch nicht, wie ich Stimmmodelle trainiere damit. Das muss ich halt nochmal schauen alles. Aber dann bin ich gespannt, wie das klingt. Es wird natürlich nicht 1:1 sein, das können wir nicht erwarten. Aber es dürfte trotzdem, glaube ich, recht nah rankommen.
Und dann, soweit ich das mitbekommen habe, kannst du damit auch deine Frauenstimmen ziemlich gut machen, auch wenn du als Kerl sprichst. Ich muss da aufpassen, dass ich nicht so sehr rauchig bin mit meiner Stimme, dass ich ein bisschen so spreche oder so. Und dann, ne, das damit trainieren, ein anderes Modell und dann das zu einer Frauenstimme umändere. Also Dinge halt. Ich muss mal gucken. Wird ein großer Spaß. Aber wenn das klappt, bin ich richtig motiviert. Ah, Potato, danke, dass du bei der Truppenübung auf Imalalee aufgepasst hast. Ohne dich wäre er wohl nicht ohne Schramm davon gekommen und Ishgard hätte nicht gewonnen. Wir kommen mit den Vorbereitungen für die Feier gut voran. Die Bürger sind sehr hilfsbereit. Ich kann euch leider nicht persönlich in Falkenhorst herumführen, aber ihr findet euch ja zurecht. Wir sehen uns später. Alle warten gespannt auf die Friedensfeier. Ein bisschen wird es wohl noch dauern. Sollen wir hier zusammen warten? Alfie noch warten, ja. Dann lass uns mal zur Bühne gehen. Tancred kommt bestimmt gleich auch. Auch gleich bestimmt. Auch gleich. Egal. Hi, Elvis. Ich bin ja auf das Emblem jetzt so umgespannt, auf das Relief. Gut besucht, die Friedensfeier. Es ist fast soweit. Vidofnir wird kommen, ganz bestimmt. Ja, da bin ich mir sicher. Ja, das ist die Schankmaid, die das Volk aufhetzen wollte. Die Schüsse hat sie überlebt. Aber Schaden wird sie nun keinen mehr anrichten. Sie soll die Zeremonie ruhig mit ansehen. Lucia, ich werde bei meiner Ansprache vom Manuskript abweichen. Sehr wohl, Großmeister. Bitte sprecht, wie es euch angemessen erscheint. Lassen. Ihr messt den Lauf der Zeit so viel genauer als wir. Keineswegs, große Vidofnir. Wir heißen dich willkommen und danken dir, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Mein Vater hat sein Einverständnis gegeben und so konnte ich meinem Herzen folgen. Wir alle sehnen uns schließlich nach Eintracht und Frieden. Wie sehr du mir damit aus der Seele sprichst. Lass uns diesen Wunsch am heutigen Tag allen kundtun und unser Bündnis besiegeln. Völker von Kirtas und Dravania! Heute werdet ihr Zeugen einer Sternstunde unserer gemeinsamen Geschichte. Die Freundschaft, in der Ishgarda und Drachen vor langer Zeit verbunden waren, wurde jäh durch einen Verrat zerstört, der uns bis zu diesem Tag verfolgt. Er brachte Leid, Bitterkeit und schmerzliche Verluste auf beiden Seiten, die uns zu immer neuen Gräueltaten trieben. Auch heute noch können wir sie kaum verwinden. Ja, die Wunden, die sie schlugen, sind tief und mögen vielleicht niemals völlig heilen. Und wir sind auch nicht hier, um sie zu leugnen. Doch wir alle, die wir schon so lange wehklagen,
Lasst uns einmal innehalten und über unseren Schmerz hinausblicken. Die Gefallenen kehren nicht wieder zurück. Doch wir sind hier, am Leben. Werfen wir dieses Leben nicht weg. Ziehen wir einen Schlussstrich, damit nicht auch unsere Kinder und Kindeskinder ihr Leben für unsere Unversöhnlichkeit hingeben müssen. Die Kluft zwischen unseren beiden Völkern ist tief. Wir werden große Hindernisse überwinden müssen. Hindernisse in uns selbst. Seid ihr bereit, das auf euch zu nehmen? Generation um Generation, bis der Friede jedem zur Natur geworden ist, werdet ihr mit ganzer Seele versuchen, die Drachen zu respektieren und ihnen in Freundschaft zu begegnen? Ja, das werden wir. Wir werden uns an die Schrecken der Vergangenheit erinnern, um daraus zu lernen. Und an die Zeiten, in denen der Friede Realität war, nachdem wir uns heute so sehen. Anzustreben lohnt. So sei es denn, Kinder Ishgards. Wie lachhaft! Ich wusste doch, dass was schief gehen wird. Wie tief seid ihr gesunken? Brüder will ich euch nicht mehr nennen, ihr Würdelosen. Bei den Mördern eurer Ahnen bietet ihr euch also an? Bei den Schlechtern eurer Kinder? Dann gilt mein nächster Kriegsruf, auch euch! Seid versichert, es wird der letzte sein. Und er kündet vom letzten Tag eurer erbärmlichen Geschichte. Bis dahin zittert und heult. Klammert euch an eure Hoffnung, auf dass ich sie endgültig zunichte machen kann. Estinien. Es ist wirklich geschehen. Er ist zu Nidhogg geworden.
Der schwarze Drache ist an allem schuld. Wenn er nicht wäre, hätten wir jetzt Frieden. Genau, gerade wo wir uns mit dem Drachen versöhnen wollten. Von wegen warten. Wir werden ihn zuerst erwischen. Wir werden Nidhogg töten. Tötet Nidhogg! Tötet Nidhogg! Tötet Nidhogg! Tötet Nidhogg! Tötet Nidhogg! Tötet Nidhogg! Ist Widofnir jetzt wirklich tot? Eieiei. Da sind doch noch ihre Augen. Also ist ja nicht so ein großer Drache, ne? Ja. Das ist echt hart. Potato, die Bühne wurde gerade abgebaut und das Relief ist auch wieder gereinigt. Wieso muss das auch so eine schreckliche Wende nehmen? Estinien ist so wiederzusehen. Großmeister Emmerich hat trotzdem keine Sekunde gezögert. Lucia hat mir gesagt, dass Widofnir außer Lebensgefahr. Oh. Oh, da freue ich mich. Ich mag Widofnir. Es ist ein schöner Drache. Ich mag den. Und er ist ja auch ein Zeichen des Friedens zwischen Ishgard und den Drachen. Widofnir außer Lebensgefahr ist. Sie wurde schon zum Trinair-Annex gebracht, wo ihre Wunde versorgt wird. Vor allem kann sie halt erklären, dass es nicht die Ishgarder waren, ne, die jetzt hier Scheiße bauen, sondern es ist halt dieser eine Typ. Hat er sie verschont, weil sie vom gleichen Volk stammt? Oder nur, damit sie seine Kriegserklärung auch an die Drachen überbringen kann? Istinien, was soll ich nur tun? Ich weiß es auch nicht. Ich kann es dir leider nicht sagen. Doch schon harter Tobak. Genauso harter Tobak, übrigens. Wie das Ende dieser Folge, meine lieben Freunde. Auf Twitch geht's weiter, keine Sorge, ne? Aber auf YouTube ist es für heute vorbei. Wir sehen uns also wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.